Das Diktateüben spielt sowohl in der Schulzeit als auch im Rahmen eines Einstellungstests eine wichtige Rolle. Wieso? Erfahre in diesem Video mehr dazu. Bestimmt musstest du während deiner Schulzeit das ein oder andere Diktat schreiben. Und das wahrscheinlich nicht nur im Deutsch, sondern auch im Fremdsprachenunterricht. Doch wusstest du, dass mit dem Ende der Schulzeit nicht auch gleichzeitig das Ende von Diktaten eingeläutet wird? Denn tatsächlich kann es sein, dass du im Rahmen eines beruflichen Einstellungstests ein Diktat schreiben musst. Die Gründe für das Schreiben von Diktaten liegen dabei auf der Hand. Anhand von Diktaten lassen sich die Orthographiekenntnisse von Schülerinnen und Schülern sowie Bewerberinnen und Bewerber prüfen. Zudem schulen Diktate sowohl die Rechtschreibung als auch das Zuhören sowie Verstehen deutscher Texte. Diktate fördern das nachhaltige Erhöhen des Schreibtempos bei bestmöglich gleichbleibend gut lesbarer Handschrift. Und zu guter Letzt, Diktate üben bedeutet auch Rechtschreibregeln üben und diese schließlich für Groß und Klein wichtig. Lehrerinnen und Lehrern bzw. Personalverantwortlichen stehen für das Überprüfen der Rechtschreibkenntnisse der Prüflinge drei Arten von Diktaten zur Verfügung. Das Volltextdiktat, das Lückendiktat sowie das Fehlerdiktat. Das Volltextdiktat ist vor allem aus der Schule bekannt. Hier gilt es, den kompletten Text Satz für Satz mitzuschreiben. Bei dieser Diktatform geht es also nicht nur um die korrekte Rechtschreibung, sondern auch um das Erfassen und Verstehen des diktierten Textes. Das Lückendiktat ist eine zeitsparende und bei den Prüflingen meist beliebte Variante. Es kommt hierbei nicht darauf an, einen kompletten Artikel oder Text aufzuschreiben. Vielmehr müssen viele fehlende Wörter in die bestehenden Lücken innerhalb des Textes eingesetzt werden. Diese Variante des Diktats konzentriert sich meist auf die schwierigeren Wörter des Textes. Beim Fehlerdiktat liegt den Prüflingen ein Text vor, der voll von Rechtschreibfehlern und grammatikalisch Unsauberkeiten ist. Beispielsweise sind schwierigere Wörter falsch geschrieben oder Zeichen falsch gesetzt. Prüflinge müssen diesen Fehler entdecken und korrigieren. Doch nun Schluss mit der Theorie. Schauen wir uns die Praxis an. Damit du deine Rechtschreibung kontinuierlich verbesserst, solltest du regelmäßig Diktate üben. Es empfiehlt sich stets, mit einem einfachen Diktat passend zu deinem Leistungsniveau zu beginnen und sich nach und nach zu steigern. Auf diese Art und Weise bleibt der Frust aus, die Motivation zum Üben erhalten und der Erfolg steigt sichtbar. Bevor du mit deinen ersten Übungen beginnst, legen wir dir diese Vorangehensweise nahe. Erstens, suche dir eine Partnerin bzw. einen Partner zum Vorlesen oder ein entsprechendes Vorlesetool bei digitalen Diktaten. Zweitens, lass dir das Diktat zuerst einmal im Ganzen laut vorlesen. Drittens, lass dir das Diktat anschließend Satz für Satz diktieren und schreibe mit. Viertens, korrigiert im Anschluss gemeinsam den Text und analysiert eventuell aufgetretene Fehler. Sind viele Rechtschreibfehler vorhanden, empfiehlt es sich, das gleiche Diktat zeitnah erneut zu wiederholen. Fünftens, lerne und verinnerliche nach dem Diktat die korrekte Schreibweise fehlerhafter Wörter. Diese Vorgehensweise kannst du für alle Diktate verwenden. Doch achte bei der Anzahl der Diktate darauf, dich nicht zu überlasten. Hier gilt, setze lieber darauf, Diktate über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu üben. Die Bearbeitung eines Diktats pro Tag oder von zwei Diktaten innerhalb einer Woche ist gerade für das Halten der Konzentration und Motivation besser. Abschließend wird es nun doch noch einmal theoretisch, denn wir möchten dir gerne noch erklären, worin der Unterschied zwischen einem Schul- und einem Einstellungstest-Diktat liegt. Während Schülerinnen und Schüler mit den diktierenden Personen sowie dem gesamten Umfeld vertraut sind, werden Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen eines beruflichen Einstellungstests von einer bis dato unbekannten Person in einer fremden Umgebung überprüft. Neben den zwei Stressfaktoren unbekannte Personen sowie fremde Umgebung kommen bei den Einstellungstestdiktaten noch diese Faktoren zum Tragen. Die Themen der Diktate lassen sich kaum abschätzen. Die Texte behandeln meist möglichst viele Fälle der aktuellen Rechtschreibregeln zeitgleich, sodass mit unter anderem bis ins Kleinste geprüft wird. Das Diktiertempo ist zumeist höher als im schulischen Deutschunterricht. Das Stellen von Fragen ist während des Diktats nicht erlaubt. Du siehst also, die Anforderungen und Rahmenbedingungen von Diktaten sind von Schule zu Einstellungstest unterschiedlich.
Wie du dich am besten auf Diktate vorbereiten kannst, das erfährst du jetzt. Zu einer optimalen Vorbereitung auf ein Diktat solltest du dich auf jeden Fall mit den aktuellen Rechtschreib- sowie Zeichensetzungsregeln beschäftigen. Suche dir deinem Niveau entsprechend passende Texte aus, Online-Testtrainer, Bücher oder Zeitschriften heraus. Für Diktate im Rahmen eines Einstellungstests eignen sich beispielsweise fachspezifische Texte für eine gezielte Vorbereitung. Gehe nun Schritt für Schritt die bereits beschriebenen Vorgehensweisen durch und du wirst sehen, nach und nach wirst du immer fitter im Diktat schreiben. Falls du dir das lange Suchen nach passenden Texten zur Vorbereitung sparen möchtest, empfehlen wir dir unseren Einstellungstest Deutsch Online-Testtrainer. Dieser bietet dir neben vielen Diktattexten auch weitere interaktive Aufgaben zur deutschen Rechtschreibung und Grammatik an. Gerne beantworten wir dir noch offene Fragen zum Thema Diktatüben in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team.